Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Beim letzten Mal haben wir ja mit Basso hier ein tiefgründiges Gespräch gehabt. Nicht mein Fall. Oh. Ja, nice. Niemand hat's mir gesagt, also sag ich's dir. Das Schlimmste am Alter ist, dass man 15 Mal pro Nacht pinkeln muss. Okay, ist klar. Also ich weiß ja nicht, in welchem Alter wir beide sind, aber ich habe so das Gefühl, dass ich noch ein Ticken jünger bin als du. Von daher. Okay, was ich mir überlegt habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich hier in den letzten Tagen... Das euch interessieren könnte. Mann, ich habe das Gefühl, dass ich die letzten Male immer hier ziemlich durchgerusht bin. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich mir vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit dafür nehme. Kann ich mit dir quatschen? Hallo? Nein. Unser Auftrag ist, die Königin der Bettler zu finden, glaube ich. Gibt es ja auch irgendwie was Questmäßiges? Nein. Kann ich mir meine Aufträge angucken? Ich kann mir eine Karte angucken. Vielleicht wäre es hier mit ein paar schönen Vorhängen etwas netter. Ach genau, da vorne ist der... Ja, nice. Okay. Wo geht's hier hin? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Ich wollte erstmal den Typen hier begutachten, der uns schon die ganze Zeit anquatscht. Nee, Quatsch, du warst das ja gar nicht. Jeder hier war das. Brauchst du etwas? Schon wieder da? Ja. Inventar voll. Ach so, Breitkopfpfeile, ja, ich wollte schon sagen. Feuerpfeile, Schwarzpulver im Gehäuse an der Pfeilspitze reagiert mit dem beim Aufprall ausgelösten Funken und erzeugt eine kleine Flamme, die brennbare Materialien in Brand stecken kann. Interessant. Ja. Erstickungspfeile. Ich glaube, das waren damals die Gaspfeile. Beim Aufprall wird aus dem Gehäuse an der Pfeilspitze ein giftiges Erstickungsgas freigesetzt, das das Ziel kurzzeitig handlungsunfähig macht, indem es Übelkeit und Atemnot verursacht. Seilpfeile, ja gut, die kennen wir ja. Geeignete Oberfläche entrollt bis in das Seil, bla bla. Stumpferpfeil. Der billige und einfache Stumpferpfeil zerbricht beim Aufprall und soll auf Distanz mit der Umgebung interagieren, ohne dass teurere Optionen eingesetzt werden müssen. Ich verstehe. Ich gehe aber mal davon aus, dass mir die gezeigt werden. Beziehungsweise, dass ich die irgendwo einsammeln kann, wo ich sie dann... Oder? Ich weiß es nicht. Das Schwarzpulver und die Säure im Projektil reagieren beim... Achso, das ist eine Leuchtbombe, verstehe. Das Schwarzpulver und die Säure im Projektil reagieren beim Aufprall auf den... nach dem Werfen miteinander und erzeugen einen hellen Lichtblitz, der Menschen in der Nähe disorientiert. Ja, Mond, das haben wir ja schon gesehen. Und Nahrung, ja. Entschuldigung. Nahrung, Feuerpfeile, Breitkopfpfeile, das habe ich. Schraubenschlüssel? Werkzeug zum Öffnen von Gittern und Entfernen von angeschraubten Platten. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schon brauche jetzt. Das ist das Problem. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich mir es nicht kaufen könnte, wenn ich es nicht brauchen würde. Ich habe aber nicht so viel Geld. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken leicht. Köcherkapazität kann ich mir eh noch nicht leisten. Hilfsobjekte. Glücksmünze. Diese alte Münze gehört angeblich einem Kapitän aus einer Fan. Erhöht Maximalfokus. Interessant. Grinsesalz. Erhöht den Gesundheitszuwachs durch den Verzehr von Nahrung. Interessant. Moosköcher. Eine Innenfütterung aus Moos für den Köcher. Das heißt, dass sich darin transportierte Pfeile beim Aufprall kein Geräusch verursachen. Cool. Das ist zwar kaum zu glauben, aber dieses Moos hat in den Sümpfen, in denen es wächst, tatsächlich einen legendären Ruf. Die Sumpfbewohner stellen ihre Stiefel daraus her und bewegen sich kaum Interessant. Verringert den Schaden durch Feuer und Fallen. Seitenwindmedaillon verringert die Trefferchance feindlicher Projektile. Okay, das Was hört sich alles Was ist los? Habt ihr kein Geld? Nein, im Moment leider sehr wenig nur. Deswegen würde ich es erst einmal begrüßen. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja, ich muss ja, glaube ich, hier hin. Stone Market!
Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich mal aufpassen muss, dass ich wirklich nur 20 Minuten aufnehme, weil meine YouTube-Videos brauchen Stunden, bis sie hochgeladen sind. Okay. Ich glaube nicht, dass ich hier weiterkomme. Nein. Lass das Feuer nicht ausgehen. Der Rauch hält die Schwermut fern. Ja? Ah, ja, dann genau. Müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine... Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Ich gehe mal kurz hoch. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Okay, sieht nicht so aus, als wäre das hier irgendwie sinnvoll. Mal abgesehen von der Tatsache, dass... Nein. Okay, wieder runter. Hier kann ich auch nicht her. Blumentöpfe. Ich habe gerade den Tipp bekommen, dass ich mit instabilen... Oh. Bücher. Liegen die hier einfach so rum? Kann man die mitnehmen? Library Books. Aber warum liegen die hier einfach so? Ich habe gerade den im Loading Screen den Tipp bekommen, dass ich mit instabilen Gegenständen bestimmt irgendetwas Sinnvolles tun kann. Deshalb gehe ich mal einfach davon aus, dass ich damit, dass ich das quasi jemandem auf den Kopf werfen könnte oder so. So eine Art. Hey, ihr seid mir doch wohlgesonnen, oder? Ich laufe eigentlich ungern so frei durch die Gassen. Okay, hier komme ich auch nicht weit. Stone Market Friedhof. Okay. Ich würde es jetzt wirklich begrüßen, wenn ich da oben laufen könnte. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit's vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Nein, das glaube ich allerdings auch. Das hört sich widerlich an. Der Vorteil an der Sache ist, dass hier mit Sicherheit keine Wachen rumrennen. Oder? Laut Besso waren hier aber, glaube ich, doch mehrere. Die alte Kapelle von Morningside. Das Reich der Königin der Bettler. Okay. Schraubenschlüssel ist jetzt nicht wahr. Okay, das war mir fast klar. Ich werde gleich bestimmt nochmal... Ich gehe gleich nochmal zurück. Ganz einfach. Die alte Kapelle. Ach, ihr armen Tröpfchen. Tröpfchen? Was? Keine alten Götter für die neuen. Ich kam nicht so weit. Habt ihr Bock auf eine Runde Schach? Da fehlt ein Bauer. Nee, doch nicht. Kann ich mit dir Schach spielen? Das wäre doch ein netter Zeitvertreib für euch Jungs, oder? Die alte Kapelle. Das heißt, ich muss gleich nochmal zwei... In Ordnung. Die Nacht ist einsam. Ich mag das. Hm. Ach, Garrett. Nicht viele gehen deinen Weg. Ich kenne keinen anderen. Hm. Tja. Du weißt, was man über mich sagt? Dass du alles weißt, was in dieser Stadt passiert. Nicht alles. Nur die wichtigen Dinge. Was?
Was führt dich her? Brauchst du meinen Rat? Vor einem Jahr war ich in Northcrest Manor. Etwas ging schief. Was geschah mit mir? Was geschah mit Aaron? Vor einem Jahr versuchten Männer, die dachten, sie würden alles wissen, etwas zu kontrollieren, das sie nicht verstanden. Sie störten die Balance. Wir alle spüren es. Das ist deine Antwort. Als die Bettler dich fanden, nach dem Unfall, dachten sie, du wärest tot. Aber das warst du nicht. Also heilten wir deinen geschundenen Leib und brachten dich aus der Stadt. Und dann warteten wir. Doch dann, nach dem Ausbruch, der Schwermut weckte dich etwas auf. Es war Zeit für dich heimzukehren. Diese Stadt ist krank. Sie wird dir alles erzählen, wenn du ihr zuhörst. Pass auf, Garrett. In den Schatten gibt es Schlimmeres als dich. Du hast einen neuen Fokuspunkt. Fokusfähigkeit zu verbessern. Spende der Königin der Bettler Gold, um Fokuspunkte zu erhalten. Verwende diese, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Wahrscheinlich konnte ich deswegen noch nicht in die Schlösser reingucken. Weil normalerweise ist das einer der Punkte, die den Fokus eigentlich ausgemacht haben. Geh zur alten Gießerei. Später. Ich muss ganz kurz... Nein, verdammt. F1. F1 war das, richtig. Da ist einmal das Dokument. Das lese ich mir später durch. Fokus Upgrades. Intuition. Fähigkeit, versteckte Beute und Sammelstücke aufzuspüren. Handabdrücke zeigen den Weg. Kann ich freischalten. Möchtest du diesen Kauf wirklich abschließen? Kann ich denn auch einen anderen? Offensichtlich nicht. Doch, ich kann... Natürlich! Alle die, die hellblau sind, richtig? Fähigkeit, arglose Personen schnell mehrere Objekte zu stehlen. Fähigkeit, Geräusche von Gefahr... Was? Von Gefahren in unmittelbarer Umgebung visuell zu orten, so rum. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktivierter Fokussicht den Torso des Gegners an und drücke R. Beschleunige deine Aktionen im Kampf, beim Zielen und beim Schlösserknacken leicht, indem die Welt um dich herum langsamer wird. Das erinnert jetzt mal wirklich ein bisschen an Dishonored. Effizienz, reduziere die Verbrauchsrate von Fokus. Scharfschütze, bam! Erhöhe die Sichtweite beim Zoom erheblich, Fokussicht muss dazu nicht aktiviert sein. Fähigkeit, sich leiser zu bewegen, während man Fokus benutzt, verringert die Reichweite von dir erzeugter Geräusche, einschließlich aller Geräusche auf lauten Oberflächen. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich fand das hier eigentlich ganz cool. Aber ich wollte ja eigentlich wenig im Kampf sein, ne? Das würde ich sagen, ist ganz sinnig. Effizienz. Weiter. Keine Fokuspunkte. Verdammt. Reduziert die Verbrauchsrate von der... okay. Zurück. Sammlerstücke. 2. Gemeisterte Kapitel in jedem Spielstil. Ach, das ist direkt da um der Ecke. Okay, jetzt muss ich aber ganz kurz mal zu dem Fritzen zurück hier. Weil ich würde mir dann doch ganz gern diesen komischen Schraubenschlüssel besorgen, weil ich ja jetzt auch weiß, dass ich ihn gebrauchen kann.
Das wusste ich ja vorher nicht. Oh. Entschuldige, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen überanstrengt. Ist das sowas wie Ausdauer? Wusste ich gar nicht. Taverne? Ja, genau, da musste ich hin. It's a loading screen. Halte immer die Augen nach alternativen Wegen offen und ihr seid zu schnell. Hört zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Ich bin sicher, ihr findet etwas, das euch zusagt. Da bin ich mir auch sicher. Ich würde nämlich ganz gerne jetzt dieses Ding da haben. Hier, das da. Zack. 500, passt. Kaufen. Ja. Bäms, danke sehr. Bis zum nächsten Mal. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Danke. Er war nicht mal tot. Wo bin ich denn hier? Mann, das musste ich jetzt noch wirklich. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Borik und... Kleinen Moment, das interessiert mich jetzt aber. Wo ist Northcrest? Nach den Hinrichtungen dieser Woche hat Baron Northcrest heute eine kurze Ansprache gehalten, die erst seit dem schockierenden Anschlag auf sein... Die erste seit dem schockierenden Anschlag auf sein Leben. Die versammelte Menge war sichtlich bewegt beim Anblick unseres eisernen Anführers, der sich ebenso unzerstörbar zeigt, wie das Metall, das diesen Namen zugrunde liegt. Metall? Egal. Sowohl die Ansprache des Barons mehrere Stunden kürzer war als sonst, obwohl, versicherte er dennoch mit Nachdruck, dass seine Pläne für die Stadt klarer seien denn je und dringlicher in ihrer Umsetzung. Ach, hätten doch die verhassten Verschwörer Zeugen dieses unbeugsamen Geistes sein können. Nur um dann erneut hingerichtet zu werden. Leider war Lady Vivian stets sehr beliebt bei der Bürgerschaft erneut nicht anwesend. Die Prozession wurde deshalb bei ihrer Rückkehr über die gesamte Länge der Brücke jedoch nicht weniger umjubelt. Ja, Lady Vivian sagt mir jetzt nichts und irgendwie scheint... Ich weiß nicht, was da in dieser... Northcrest Manor hat das genannt, ne? Irgendwas muss da passiert sein. Wenigstens hat er jetzt mal nachgefragt, was da war. Es hat mich nämlich schon gewundert, dass... Werkzeuge und Upgrades. Schraubenschlüssel. Ja, danke. Ging nicht zurück. Mich hat es nämlich schon gewundert, dass Garrett bei Basso überhaupt nicht darauf eingegangen ist, dass Basso ihm gesagt hat, er wäre ein ganzes Jahr lang weg gewesen. Weil ich persönlich habe da irgendwie... Oh. Was ist los? Irgendwas in diesem Eintopf hat mich angestarrt. Okay, hier gefällt's mir nicht. Und dem Typ beim Pinkeln zuzugucken ist jetzt auch nicht unbedingt das, was mich antört. Ich habe noch 2 Minuten, yay. Okay, jetzt kann ich das Teil wenigstens mitnehmen. Also ich sehe keine Ausdaueranzeige, ihr. Natürlich kann man nicht ewig rennen. Okay, wo war das Teil jetzt? Hier irgendwo, ne? Ja, hier. Dann schnappt ihr das Ding mal. Ein schönes Stück. Kapelle unserer Dame der Eisernen Litanei. Interessant. Okay. Runter vom Friedhof und rüber nach Kapitel 2. Staub zu Staub. Möchtest du dieses Kapitel beginnen? Ja, möchte ich. Speichervorgang, bitte warten. Das ist nicht mehr die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Northcrest Manor, als wäre es gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl, der Kralle, Aaron Sturz, ihr Tod. Das werde ich nie vergessen. Doch nun hängt Krankheit in der Luft. Und auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie ein Rosengarten, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Alles hat sich verändert und nicht zum Besseren. Das hört sich an, als könnten das Garretts Worte gewesen sein. Meine Herren,
Wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Schaffe dir Zutritt zur Gießerei. In Ordnung. Das wäre dann Kapitel 2. Sieht aus, als wäre hier wirklich eine Menge Staub. Diese maskierten Quacksalber. Als würde es hier Asche regnen. Und ich gehe mal davon aus, dass das gewollt ist. In Ordnung. Das nächste Kapitel beginnen wir aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Wir haben in diesem Part die Königin der Bettler kennengelernt. Pflichtverweigerung. Und die Wachen werden einem immer unsympathischer, oder? Also, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch bis hierhin. Mir auf jeden Fall gefällt es wirklich super. Die Atmosphäre ist der absolute Hammer. Als wäre man wirklich selber drin. Wenn ich das Gießerfieber bekomme. Sorry, aber ich habe keinen Bock, dass die mir ständig dazwischen labern. Und ja, dann würde ich sagen, kommentieren. Und bewerten bitte, lasst mir ein Däumchen rauf da, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und schaut unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Denkt, vergesst das nicht. Okay, Skype, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gesehen. Ansonsten, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und mit Kapitel 2 beginnen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, ciao!